Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Assassin Valhalla. Mein Name ist Morgsmein und ich begrüße euch hier ganz herzlich zu diesem Gameplay. Wer noch nicht abonniert hat, kann es gerne machen. Abonniert den Kanal, kostet nichts und ihr unterstützt mich dabei. Und verpasst auch nichts mehr. So, jetzt gehen wir aber los. Ach, da war noch mal was, siehst du? Da können wir auch noch mal was mitnehmen. Sehr. Habe ich alles genommen? Oder war da noch was offen? Nee, da war nichts mehr offen. Dafür gehen wir in die Richtung. Warte mal. Und ja, genau. Einmal runter bitte. So, und jetzt hoch. Warum bückst du dich denn überhaupt? So. Ich würde auch gerne in mein Dorf gehen und dann nochmal. Ich habe ja ein, zwei neue Mitstreiter bekommen, die ich gerne ins Team mit aufnehmen würde. So. So, hier ist nichts. Wie kommt man an diesem Schatz jetzt hier? Da ist ein Seil. Da ist der Turm. Wie soll man denn da rankommen, bitteschön? Also von hier kommt man definitiv nicht rein. Eventually hier. Ach, du brauchst wieder nicht. Ah nee, doch nicht. Das gibt, siehst du, wow. Hab ich nicht gedacht. Nee. Der ist einfach da oben. Sehr schön. Wir nehmen ihn mit. War da noch oben hier was? Nee. Ah, ein leerer Eimer. Den können wir wieder verkaufen. Gehen wir mal hier durch. So, jetzt ist... Jetzt haben wir wirklich... Da ist jemand gestorben. Hä? Wer war denn hier? 125 Meter. Da. Hier ist doch gar keiner. Wie hat es denn geschafft, hier zu sterben? Ach, an den Schlangen. Ja. Tut mir leid, mein Freund. So, wir können mal gucken, was das hier eigentlich ist hier. Venloch Außenposten. Da, das ist der Außenposten, den wir angreifen müssen. Seht ihr das? Genau. Da können wir gleich mit dem Vogel drüber fliegen. Aber zunächst einmal laufen wir darüber. Hoppa. Was war das? Da ist er doch. So. Was ist denn da? Ist ein Hund oder was? Ne, ist nur ein Felsen, ne? Ja. Ah, das schaffst du locker. So, hier ist das. Geh mal nachsühnen. Wir müssen da taktisch vorgehen. Wir fangen von hier oben an. Genau, wir fangen erstmal von da oben an. Oh, jetzt hast du mich runtergeschmissen. Oh, oh. Jawohl, steh auf. Die werden sofort angreifen. Ja. Wir müssen gut. Der Außenposten von Wenlokan. So ist Wenn ich den Nachschub stehle, sind die Bretonen geschwächt und werden Frieden wollen. Das ist unser Ziel. Da ist eine Wache. Still aus dem Hintergrund. Der kommt da. Warte mal. Da
sicherlich hochkommen wollen. Aber ich weiß nicht, wo er ist. Aber egal. Soll er mal hochkommen? Ich sehe den hier zum Beispiel. Den könnte ich direkt killen. Todes-Dings. So, warte. Und nicht bewegen. Und jetzt, jawohl. Der ist auch erledigt. Warte mal. Wo ist er denn hin? Der hat nur mich gehört, ne? Schade, ich hätte den direkt umbringen können. Den können wir umbringen, ja. Der ist auch weg. Da hinten ist noch einer. Warte. Wir gehen mal auf die Seite. So, genau. Ist auch erledigt. Na, der muss stehen, sonst geht das nicht. Okay, bleib stehen. Bleib stehen, so, warte mal. Das ist die Route. Okay. Da war noch der hier. Ich würde den aber eher vergiften als... Okay, der geht jetzt da hoch. Er kann mich sowieso nicht sehen. Okay, Giftpfeil ist drin. Prima. Er hat nur so einen leichten Schatten gesehen, aber richtig gesehen hat er mich jetzt nicht. Doch, er kommt nochmal hoch. Lass ihn ruhig hochkommen, genau. Dann kann ich nämlich von hier aus den überraschen. Und zum Überraschungsangriff kommen. Und zack. Hoch und dann runter, siehst du? So, da sind Pfeile. Okay. Direkt erledigt. Ohne Aufmerksamkeit, das liebe ich. Das liebe ich an Assassin Creed Valhalla. So. So, den nehmen wir nochmal mit. Sehr schön. Reichtum erworben. So, dann hätten wir alle jetzt durch, würde ich fast sagen, ne? Wir haben das ganze Land infiltriert. So, da ist der Schatztruhe. Nehmen wir natürlich mit. Die nächste Schatztruhe wäre da hinten. Hier rüber. Jawohl. Die nächste Schatztruhe. Da drüben ist eine und da unten dann nochmal. Ein bisschen Köche. Wie kommt man denn da hin? Wie komme ich denn dahin? Ah, über den Ast wahrscheinlich, okay. Dann gehen wir erstmal hier. Da unten ist nochmal eine, warte.
Genau, da unten ist einer. Oh, das ist ganz schön viel zu plündern hier. Mal da unten ist noch mal einer. In der Höhle. Die haben aber ganz schön Reichtum angehäuft, ne? Vermerk eines einer gebenden Seele. Heute sprach ein Toter zu mir. Der Arme, er sah aus, als wäre es eines schlimmen Todes gestorben. Er meinte, ein paar Münzen würden ihm dabei helfen, den Weg ins Jenseits zu finden. Ich bin so erschrocken, stärker als bei Blitz oder Donner. Ich gab ihm alles, was ich hatte und musste. Das war dieser Typ, den wir vorhin getötet haben. Ich glaube, zwei Folgen vorher oder sowas. Ich musste einen Priester fragen, ob ich vielleicht verflucht bin. Ja, das verflucht, der dir die Taschen ausleert, Omar. Das war bei jeder Gelegenheit. Da war nichts hier drinnen, dann gehen wir mal weiter. Hier ist nochmal ein Felsen, den habe ich schon gelesen, den Brief. Den wir wegziehen können. Und dann dahinter sind auch nochmal. Was ist das denn? Ist das eine Rüstung? Yeah! Eine Rüstung. Mann. Guter Helm, warte mal, zeig mal her. Maske, da. Brigantinenhelm. 28, 27. Aber da wären noch Verbesserungen, wenn wir den verbessern. Verbessern wir mal so gut das geht. Machen wir Urne rein. Hier Rüstung, Gesundheit plus, ne? Und jetzt sind wir schon bei 32, siehst du? Könnte man auch noch verbessern. Die Maske kann man verbessern. Die ist schon bei 32. Die Maske 34. Oh. Jetzt könnte ich alle meine Krieger dann anziehen. So. Evo mit dem Helm. Gell? So. Okay. Super. Es sind aber noch mehrere Schätze da draußen noch. Brigantenhelm. So. Ist nicht der Beste. Ich mag eigentlich nicht das Gesicht verbergen, aber... Ist okay. Ist irgendwas hier zum Mitnehmen? Nee. Doch, da ist ein Brief, warte mal. Anweisung des Bretonenmänner. Nehmt die Lager Velokan, wenn ihr könnt. Er sollte nicht da allzu schwer sein, denn diese Räuber sind feige Narren. Sobald ihr es übernommen habt, werden wir eine Vorhut bilden, um Quadfort zu bedrohen. Okay, aber das haben wir erledigt. Wir haben euch und die Räuber vorne. Sozusagen ins Jenseits geschickt. Ne? Könnte ja der Kampf auf der anderen Seite weiterführen. So. Da ist nochmal ein Schätzchen. Da hinten ist nochmal einer. So, den nehmen wir auch mit, natürlich, klar. Verständlich. So. Ist hier was in den Kisten hier drin? Nee, hier ist nichts. Ich bin nur wild von alles zerstören. So, da oben müssen wir hoch. Ja, aber genau. Das ging ja darum, wie komme ich an die Truhe da hinten dran? Ne? Entweder. Hier drüber? Ne, da ist der Sprung. Ne, das geht nicht. Das ist. Ich glaube eher, dass wir da rüberlaufen müssen. Genau. Wir gehen erstmal hier hoch. Nehmen die Schätze nochmal mit. Da ist eine. Köcher ist voll. Den müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Warte mal. Nein. Da unten ist... Es ist nur einer da, ja. Aber da hinten ist noch eine Schatztruhe. So, wenn wir die nehmen. Genau. Jawohl, siehst du? So wird's gemacht. So, und jetzt hätten wir noch Schätze, die zwei Stück.
Entweder da unten drunter. So, gehen wir mal darüber. Ja, ich meine. Was? Woher kommen die denn auf einmal? Mist, die Alter! Noch nie das Lager verlassen, ein würdiger Gegner bist du. Okay. Na komm. Ist aber ganz schön hart, du Hammer. So, hier erstmal ein Pfeil für dich. Aber du bist ein würdiger Gegner. Na komm. So, hier, siehst du das, was wie es geht? So. Jetzt aber Fleisch heute. Nächste andere. Wo bist du? Ich bin von da oben. Ich komm zu dir hoch. Da bist du doch. Ja, ja, genau. Oh, du hast um die Ecke geschossen. Bist du so gut? Ja? Dass du um die Ecke schießen kannst schon, wa? So, nimm mal den Pfeil wieder her. So. Ich glaube, da unten waren wir noch nicht. Oder ist das der Eingang zum Lager? Nee, es ist eine Höhle. Gehen wir mal rein und gucken. Eure Schätze hier. Du Däne! Hol mich aus diesem verfluchten Hühnerstall! Männer für Djorlafs Fürth. Viel besser als jeder Nachschub. Die Tür ist doch offen. Du kannst einfach rauskommen. Hä? Hol mich raus. Es ist alles offen. Du kommst doch raus. Dann soll das einer mal bestehen, ne? So, haben wir nochmal was zu lesen? Anweisung bezüglich des Gefangenen. Solltet ihr Sachsen gefangen nehmen, so lasst sie am Leben. Wir werden sie uns zunutze machen, etwa um Wälle aufzuschütteln oder in den Steinbrüchen zu arbeiten. Okay, aber du bist frei, du kannst gehen hier. Guck. Es ist niemand da. Die Tür ist offen. Du kannst hier raus. Komm. Hallo. Geh doch mal raus. Komm. Siehst du? So, ich hol dich da raus. Ich schubs dich gewaltsam da raus. Jetzt aber raus. Und raus. Nein. Warte nochmal. Er ist einfach zurückgegangen, Schritt. So. Und da. Und nochmal. Warte. Und nochmal. Von der Seite. Will einfach nicht raus. Die Tür ist offen, du Trottel. Geh raus. Guck, du kannst einfach rausgehen. Was ist das? Das ist was. So, da siehst du. Aber gut, vielleicht ist es ein Bug. Ich habe keine Ahnung. Da oben ist noch mal ein Schatz. Den müssen wir noch mal holen. Erstmal raus aus der Höhle. Eventually hier hoch. Voilà. Da oben ist der. Okay. Wie soll man da hochkommen? Über diesen schönen Baum. Hier rüber. Ja, jetzt
ist er wieder weg. Ach, da hoch. Hä? Wie kann denn das sein? Habe ich den übersehen beim Vorbeilaufen? Das kann sein. Ah, Tatsache. Hier. Das sollten wir. Mission erledigt. Jetzt noch ihre Versorgungslinie finden. So holen wir Rodri an den Verhandlungstisch zurück. Gut. Boah, das war echt Reichtum hier. Das war jede Menge Reichtum. So, wo bist du denn? Na, ich glaube, der kommt hier nicht hoch. Dann müssen wir wieder runter. Reit hier nicht verfügbar, ja, habe ich mir schon gedacht. Wohin müssen wir denn jetzt eigentlich überhaupt? So, warte mal, pass auf. Da war eine Mission, wo wir überall waren. Okay, hier wäre nochmal was, ne? Hier war was, das haben wir nicht mitgenommen. Okay, das hätten wir auch mitnehmen können. Und hier in den Tiefen. Hier ist auch noch jede Menge. Und dann hätten wir hier, dann würde es ja da hochgehen. Aber gut, wir müssen aber wohin? Jetzt sind wir da. Warte mal, lass mich noch mal gucken, wo wir sind. Wir sind hier. Entweder wir reiten hier rüber. Gehen hier um die Ecke, nehmen das. Nee, dann müsst, wenn ich schon hier um die Ecke bin, dann gehe ich schon hier hoch, ne? Also wirklich. Westhof. Was sagt denn die Mission? Warte mal, die Quest sagt uns jetzt. Skirbit, was ist das? Genau. Versorgungslinien. Ewa wäscht die Kräfte der Biriton, in den er Versorgungswagen aufspürt und verbrennt. Okay. Versorgungswagen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir so Versorgungswagen finden, ne? Wo bist du denn? Ah, ich muss aus dem Sperrgebiet raus, okay. Gehen wir mal hier raus. Versorgungswagen. Immer noch nicht. Sag mal. Wir können ihn so töten, ohne dass er uns bemerkt. Attentat. So, und jetzt hier raus mit der da. Der steht auf und legt wieder hin. So, okay. Versorgungslinien. Ist die Frage nur. Sag mal, was hat denn das Zeugbett? Hä? Hä? Hallo. So. Der reitet einfach von alleine los, hier, das Tier. Na? Ein böser Hund bist du. Ein böser Wolf. Jetzt reicht hier. Das ist aber unterirdisch. So, okay. Ich weiß nicht, was passiert ist. Das Reittier ist einfach losgeritten. Oder ich habe, glaube ich, Straße verfolgen oder so. Die Versorgungslinien. Ja, das können wir gerne machen. Hopp, Entschuldigung. Ah, ich bin schon weg, ich bin schon weg. Die haben ja schon hier abgeplündert. Geh mir aus dem Weg. Okay, Versorgungslinien. Weiß ich nicht, müssen wir einfach jetzt die Straßen entlang oder sprich mit den Flüchtlingen. Flüchtlingen? Sprich mit den Flüchtlingen da unten, okay. Warte mal, haben wir denn irgendwelche Schätze hier unten? Genau, da. Und da und dann hier rüber, siehst du? Das hat schon alles seinen Sinn hier. So, aber das machen wir in der nächsten Folge, liebe Leute. Like und abonnieren nicht vergessen. Ich sage immer danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.